Ja moin, willkommen zu Folge 113. Diesmal geht das in der Ritterwelt weiter. Und zwar soll diese Lücke hier gefüllt werden. Die beiden Kartons verschwinden und dort soll eine Burg hin. Bevor ich eine eigene Burg erstelle, werde ich die Burg der Löwenritter, die 10305 aus dem Jahre 2022, in dieser Lücke platzieren. Und hier kann sie noch einmal im ausgeklappten Zustand bewundert werden. Aber vorher wird dieser Zaun wieder neben eine Gleise platziert. Der bunte Zaun steht wieder in seiner gänzlichen Pracht. Und ich habe ihn noch ein kleines Stück verlängert. Nun muss ich, glaube ich, aber auch nochmal an meine Portalhaube ran, denn die Weiche ist ja verschwunden und ich kann sie jetzt anders gestalten. Das heißt, diese sollte hier schließen. Nun habe ich meine Portalhaube angepasst und kann mich gleich der Burg der Löwenritter widmen. Die Burg steht jetzt an ihrem zukünftigen Platz und muss jetzt nur noch Schritt für Schritt in die Landschaft, also meine Berglandschaft, integriert werden. Das ist der erste Abschnitt zur Integration meiner Burg in die Berglandschaft. Da schon wieder so viel Zeit verstrichen ist und ich 596 neue Steine gesteckt habe und zusammen mit der Burg auf 4988 Steine komme, ist Schluss für heute. Zum Abschluss lasse ich natürlich mal wieder eine Eisenbahn über meine Anlage fahren. Zum einen ist es die 7750 aus dem Jahre 1980, die Schnellzuglokomotive mit Schlepptender, die 10017 Schüttgutwaggons aus dem Jahre 2001 zieht und die schwere Diesellok aus dem Jahre 1983, die 7755, die ein paar Rungenwagen aus dem Jahre 1978, die 166, zieht. Und hier sind die beiden Züge. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.